Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Heute zocke ich mit euch Regenesis Arcade. Und ja, das Arcade kann hier wirklich groß geschrieben werden. Ist eine Arcade-Ballerei, Wave-Shooter. Wir können unsere Waffen upgraden, wir bekommen Perks und so weiter. Schauen wir einfach mal rein. Das Spiel gibt es momentan bei Steam. Ich glaube, so um die 6 Euro kostet das, ist also auch nicht so hoch. Man kann es auf Deutsch stellen, auf jeden Fall die Schrift. Und ja, hier haben wir das Menü. Anti-Aliasing, Auswirkungen, Schatten, Texturen. Auswirkungen sind wahrscheinlich Effekte gemeint. HUD-Display habe ich ausgeschaltet. Immer im Kampfmodus hat man hier so einen großen Kreis gehabt. Ich hoffe, dass ich den jetzt damit auch ausgeschaltet habe. Schauen wir gleich mal. Ja, gucken wir hier mal kurz aus dem Fenster. Ja. Ziemlich verwaschen, wenn man da so rausguckt. Wir bekommen oder haben auch eine Gravitationswaffe, die ist echt ganz lustig. Kann man tolle Sachen mitmachen, aber zeige ich euch gleich mal. Ja, ich habe eben mal ganz kurz getestet. Jetzt starten wir nochmal. Ja, das wird der erste sein, also los. Genau, klarer Himmel. Da steht eine Kiste, gib eine Waffe. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. So, jetzt können wir teleportieren oder Bewegungsfreiheit, also Free Locomotion. Das wähle ich jetzt aus. So, und schon geht's los. So, eben hatte ich noch eine Gravitationswaffe. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin ist. Mal schauen, wie wir Waffen wechseln können. Stirb! Das müssen wir noch mal schauen. Okay, hier haben wir jetzt Perks, die wir kaufen können. Fähigkeiten, Punkte bekommen wir. Sprenger, unterdrückende Schüsse. Feuerrate erhöht sich, du erhältst die Chance, Gegner beim Aufprall zu lähmen. Erfolgreiche Treffer erhöhen die Anzahl der Kombos und erhöhen den Schaden und die Feuerrate. Machen wir erstmal das hier. Perk gekauft. So, Pistole Blaster. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie das funktioniert, das System hier. Da haben wir gar nicht mehr so viel Munition. Ich muss gleich mal gucken, da wo gibt eine Waffe, was da Sache ist. Ah, okay. Jetzt haben wir hier eine Schrotflinte gekauft. Okay. Waffenfähigkeiten, Fortschritt. Okay, machen wir nächste Welle. Okay, jetzt haben wir 2 Schrotflinten. Schrotflinte macht schon Spaß. Aber wir müssen näher ran. Weg, Junge. Oh, weicht der Mistkerl aus. So, jetzt können wir wieder was kaufen. Lähmende Patronen. Teslas Spule fügt Drohnen in einen erhöhten Radius Schaden zu. Das sieht doch gut aus. So, jetzt können wir hier Munition noch dazu kaufen. 5 von 32. 11 von 32. Okay, wir haben nur noch einen Token übrig. Machen wir nächste Welle. Schauen wir mal, was hier drin ist. Railgun. Railgun hört sich nice an. Aber wirklich durchschauen? Ja, kann man, aber... ist ein bisschen blöd gemacht.
Wow. Der ist drauf. Umgesprüht werden hier. Okay, das war gar nicht schlecht. IMP muss Sprenger magnetische Geschosse Kugeln entwickeln, die Fähigkeit geringfügig automatisch zu zielen. Lassen wir das erstmal, sparen wir mal, gucken, was da sonst noch so kommt. Später kaufen. So, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall nochmal Munition eigentlich zulegen. Und los geht's. Ach, hier wieder Koop wäre besser. Genialer. Oh, zielen ist mit dem Ding echt nicht gut. Okay, Railgun war jetzt nicht so der Knaller. Was haben wir denn hier? Verdammt großer Laser. Projektil wird größer und stärker. Schrotflinte doppelt. Jawoll. Die kaufen wir auch. So. Railgun, ich hätte gerne eine andere. Gucken wir mal gleich mal. Wir haben ja noch Kisten. Nächste Welle. Holen wir uns mal hier was. Zwei Schrotflinten. So, jetzt kommen hier auch noch Spinnenroboter. Gerade. Was haben wir noch? Ein Perk? Eisaufladung. Okay. Schwerkraftpistole, das ist die, die wir hatten. Oder die wir eben noch hatten. Also bevor ich aufgenommen habe, hatte ich die und ich weiß nicht, warum die dann auch mal weg war. So, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Muni. So, schauen wir mal, was das nächste Kapitel hergibt.
Wasserfall, ja. Wer will schon teleportieren? Das Leben verloren, oh. Boah, was war das jetzt? Also ich hätte gerne noch mal eine andere Waffe. Okay, da ist noch eine Waffe. Holen wir uns die mal. Auf jeden Fall nicht langweilig hier. Gegner kommen genug. Wo bin ich denn jetzt hier im Raum? Mann. Flakgeschoss. Und los geht's. Ah, wir haben die Minigun noch. Ja, schnell. Komm. Ich weiß, die Perks merke ich jetzt gar nicht so wirklich. Mein Gott, hier ist aber auch nichts zum Verstecken oder Verschanzen. Den holen wir uns mal. Und statt weniger werden es immer mehr. Dass hier kein Snap-Turn gibt, das stört ein bisschen. Komm noch runter. Nein, oh, ich bleibe auch immer wieder hängen. Der Schrot findet das einfacher. Komm schon runter. Ah ja, mein Flakgeschütz. Aber wo schießt er hin?
So, was haben wir sonst noch? Wir kaufen Perks ohne Ende. Schnelle Runde. Wir kaufen einfach mal hier. Was er wie mit Erbsen schießen hier. Nervt echt, dass man hier oft hängen bleibt. Jetzt schickt er wieder die Totenköpfe auf uns. Wir sind gemein. Na klar. Bühne fertig. Ja, kann man auch so sagen. Da gehen wir noch mal ganz kurz ins neue Kapitel, aber dann reicht's auch eigentlich. Die Map sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich beende jetzt hier die Folge. Ja, was kann man sagen? Also, ist ein Arcade-Shooter. Mir gefällt dieses System nicht, dass die Waffen so schnell leer sind. Also, man bekommt diese Münzen, kann dafür Munition kaufen und so geht es immer hin und her. Man kann für diese Token kann man auch Waffen kaufen, Perks kaufen und so weiter. Weiß ich nicht. Also, mein Spiel ist es nicht. Aber ist trotzdem gar nicht so schlecht umgesetzt für, ich denke mal, das ist ein Indie-Team, was hier dahinter steckt. Da kann man echt nichts sagen. Es sieht auch nicht schlecht aus. Also sieht nett gemacht aus. Aber Wave-Shooter und ja, es gibt leider schon zu viele Wave-Shooter, meiner Meinung nach. Wir brauchen da in VR langsam mal was anderes. Und ich finde, wenn schon Wave-Shooter, dann muss ein Koop-Modus rein. Das ist zwingend notwendig, wenn man schon Wave-Shooter hier produziert und entwickelt. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, lasst mir noch ein Abo da, würde ich mich auch drüber freuen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.